Ich bewegte mich nicht als Erster, sagte John Drummond. Nie und nimmer gehe ich von der Bahn. Sind aber das alles keine Fans der Lindenstraße, frage ich mich. Haben Sie noch nie was gehört davon? Aber beide disqualifiziert. Die Entscheidung steht erstmal. Beide kommen sehr früh hoch. Und es ist so, wenn sich beide zu früh bewegt haben, müssen beide disqualifiziert werden. John Drummond, der geht da schon mit. Ja, aber die oben gehen auch alle mit. Also, der Übernächste, der nächste Jamaikaner Dwight Thomas zuckt mindestens genauso wie John Drummond. Klassische Kettenreaktion. Der ist dem Tränen nahe. Ja, logisch. Mit welchen Erwartungen war er hierher gekommen? Top in Form in dieser Saison. Und die Zuschauer haben das genau gesehen und pfeifen das Kampfgericht gnadenlos aus. Und deshalb sagt John Drummond, Freunde, ihr habt es richtig gesehen. Und sein Trainingspartner Otto Bolden, er hat schwer. Er kann nicht hingehen zu ihm. Er muss sich auf sein eigenes Rennen konzentrieren. Und John Drummond sagt, eurem Pfeifkonzert entnehme ich. Ihr seid auf meiner Seite. Drummond wird sich noch einen Liegestuhl besorgen. Den bringen sie so schnell nicht runter von der Bahn. Oh. Mein Gott. Was für ein Bild. Ganz schwierige Situation, natürlich für den Kampfrichter. Der entscheidet jetzt nach den Zahlen, die sein Drucker ihm ausgeworfen hat. Und der hat halt gezeigt, dass John Drummond zu früh auf die Startbrücke gedrückt hat. Das sehen wir hier nochmal in dieser Grafik eingeblendet. Das sind die harten Fakten. Aber dazwischen gibt es ja immer noch einen Ermessensfall. Der drückt natürlich da hinten drauf, aber er geht mit. Er geht mit dem Jamaikaner mit, der den Fehlstart ursächlich ausgelöst hat. Also wir wollen nicht drüber richten und diskutieren, was das Reglement besagt, Ralf. Logischerweise muss der raus, der den Fehlstart wirklich verursacht hat. Aber man muss doch darüber streiten, ob zwei in einem solchen Rennen, wenn einer mitzieht, eliminiert werden. Und in diesem Fall hat es Drummond getroffen. Und so theatralisch sollten wir jemals irgendwann so etwas gesagt haben über Bundesliga-Schiedsrichter im Fußball. Wir nehmen alles zurück, denn theatralischer geht es ja nicht mehr. Und er geht nicht. Er wird in 20 Minuten noch liegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, sagt er. Und ich werde mich nicht mehr bewegen. Ich bewegte mich nicht, sagt er. Ich bewegte mich nicht. Das ist nicht fair. Tja, da ist natürlich jetzt erstmal guter Rat teuer. Wie soll es weitergehen? Juan Antonio Samaranch, auch ratlos. Jacques Rogge, Präsident Jacques Rogge, ebenfalls. Er wollte andeuten, der Fernsehschirm hat mich bestätigt. Den TV-Screen hat er angesprochen. Der Jamaikaner drückt zuerst, Drummond geht mit. Schwierige Entscheidung fürs Kampfgericht. Auch wenn John Drummond sich jetzt aufgesetzt hat, das ist, glaube ich, noch keine Geste, dass er sich jetzt hier mit dieser Entscheidung abfinden will. Ein weiterer Kampfrichter versucht es auf die diplomatische, psychologisch feinfühlige, um den Sitzstreik von John Drummond hier im Stade de France zu beenden. Und ich würde sagen, der Einzige, der hier wirklich helfen kann, ist John Smith, der Trainer der Gruppe. Auch der Jamaikaner will das noch nicht einsehen. Auch der ist noch im Stadion und an seinem Block. Er
hat es nochmal gesehen gerade auf dem Schirm und sagt, ihr habt es doch gesehen, ich bewegte mich nicht, der Amerikaner hat sich bewegt. Einer der Top-Favoriten und Medaillenkandidaten wäre damit Klaus. Es sieht so aus, als würde er seinen Protest beenden, verneigt sich vor dem Publikum. Wird mit tosendem Applaus hier verabschiedet im Stade de France. Sogar die Pressekollegen stehen auf und applaudieren. Otto Bolden, sein Trainingsgefährte, verabschiedet ihn mit einem Riesenapplaus. Und mit Tränen in den Augen verabschiedet sich ein Mann, der uns schon mit seinen Scherzen und komödiantischen Einlagen früher so viel Spaß bereitet hat. Wir leiden und fühlen mit ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, in solchen Fällen denke ich nicht an das Reglement, sondern man muss mit dem Athleten fühlen und in diesem Falle mit John Drummond. Und er kommt wieder, er will es nicht einsehen. So bei 60, 70 Metern kehrt er zurück, schweift sich das Trikot wieder über und sagt, trotz Kopf wie ich bin, jetzt will ich es wissen, ich will starten, ihr könnt mich nicht von der Bahn treiben. Sowas haben wir in der Leichtathletikgeschichte noch nicht erlebt. Jetzt geht Otto Bolden mal rüber.